Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Minecraft Staffel 6. Und ich mache die Musik wieder an. Und ich wollte euch ja zeigen, wie die Botschaft aus den wunderschönen Venzin, den Kurfürstentum Venzin, Schrägstrich der Südesmeraldischen Vereinigung, mit dem Hauptsitz in Nemia Stadt, beziehungsweise hier bei uns in Nordwen ausschaut, die mir in Schlangenstein errichtet haben. Und jo, ich blende es jetzt hier mal ein. Zack. Quasi. Seht ihr jetzt in der Mitte des Bildes einen großen Turm? Das ist meine Botschaft, auch die darunter liegende, das darunter liegende Gebäude ist auch eine Botschaft. Da ist eigentlich die Botschaft drin. Oben ist nur ein Ausguck. Lustige Geschichte nebenbei. Der liebe Matrix hat sich gerne einen kleinen Aussichtsturm gewünscht und dem bin ich auch nachgegangen. Nur ist der etwas zu groß geworden. Also Matrix hat auch selber gesagt, er ist ziemlich groß und ist quasi gerade der höchste Punkt Schlangensteins, weit größer als das größte Gebäude Schlangensteins, glaube 153 Meter hoch mit der Spitze oben. Es schaut natürlich schön aus, nur ist ziemlich groß und hat auch gesagt, ein bisschen kleiner hätte es auch sein können. Aber nun ja, das ist meine Botschaft bei ihm, dass ja nicht mit leeren Händen ausgeht. Jo, wo wollten wir weitermachen? Wir wollten hier oben noch mal kurz was durchgucken. Das sind übrigens hier Kopierblöcke, ne? Also da habe ich rote Wolle benutzt. Hier war noch was offen. Das würde ich gerne bewirtschaften. So, und dann wollten wir ja mal nach Mosek reisen. Und wollten dort mal ein bisschen eine Randale machen. Nein, natürlich nicht. Ein bisschen was angucken. Mal wieder durch die Nachbarschaft reisen. Hier ist ein bisschen der Weg komisch, das liegt aber am Kopieren. Jo, hier geht's nach Lüneleben und zwar ist hier drüben steht ein Schild. Und auf dem Schild steht genau, Minengesellschaft Lüneleben. Wenn ich da hier hochgehe, verläuft sich der Weg jetzt hier. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, ist natürlich ein Riesenberg. Und hier wollte ich auch noch ein kleines Minenarbeiterdorf reinbauen, quasi. Und hier geht's in die Höhle und das ist quasi der Stollen, der reingeht von der Minenagentur. Alles klar, Cedric. Jo, machen wir gleich noch ein Bildchen für die Folge. Zack. Und der Tower, er guckt wirklich überall raus. Da oben habe ich auch weiter gearbeitet. Man sieht nämlich jetzt da ein paar Fensterchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das zeige ich euch später. Jetzt geht's auf nach Mosek. Jo. Das ist korrekt, das ist hier ein Bett. Mal gucken, was hier drin ist. Muss ich mir erstmal ein bisschen wieder zurechtfinden hier. Ich schlafe mal gleich mal hier. La 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 la. Die Mauer wird auch noch ein bisschen anders werden. Ich habe hier so Steinzäune, Steineingänge gemacht.
kommen dann auch noch ein paar Hecken hin, dass es schöner ausschaut. Genau. Gehen wir gleich mal hier lang. Das ist eine kleine Abkürzung. Hier sind übrigens die Kuhweiden am Hang. Und hier geht's weiter. Da ist ein Lama. Ich sehe ein Lama. Ich flipp aus. Ein Lama. Hier ist der Zen-Garten von Ansgar. Da ist ein Lama. Da ist echt ein Lama. Wie cool ist das denn? Lamas in Nordwehen. Komm mal aufs Bild hier drauf. Zack. Da haben wir Follow gemacht. Ein Lama. Wie zähmt man das? Genauso wie ein Pferd? Ja. Allerbeste Freunde. Cool. Zähm mal ein Tier. Okay. Wo schubsen wir dich mal hin? Dich jetzt gezähmt. Das sind ganz schön viele Hufeisen. Man kann das eben nicht steuern. Das ist wie ein Schwein. Ne? Man kann drauf sitzen, aber nicht steuern. So. Hier oben ist ja immer noch mein Experiment. Hoppla. Und hier unten habe ich ein bisschen was. Habe ich da ein bisschen was gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jo. Das muss ich noch bauen, auf jeden Fall. Da geht es übrigens zum Kloster rüber. Hier habe ich auch noch eine Truhe, habe ich gesagt. Jo, hier ist noch Schwarzeichenholz. Guckt mal. Hier ist eine Umleitung. So, weil der Weg dann hier weitergeht. Und hier weiter geradeaus. Und hier ist auch noch eine Truhe, oder? Ja. Das ist noch so viel Holz. Ich muss das mal alles zentrieren. Bei mir. Ich habe noch ein bisschen Holz gefällt für den Gast, der kommen wird. So, da hinten habe ich mich mal experimentiert. Übrigens aber im kreativen Modus. Habt einfach mal was ausprobiert. Es passt ja zwar nicht so zum Mittelalter, aber ich will es euch trotzdem nicht enthalten. Ich habe übrigens den Weg hier mal weitergebaut. Ich habe ja Unmengen an Kies. Ich hatte nämlich den lieben lieben Iljazz, der ja bei uns hier auf dem Server ist. Hier habe ich neue Wegweiser gemacht und der hat ja den Finsterforst. Und der Finsterforst, das ist übrigens alles noch Nordwind, wo ich mich hier drin befinde. Das ist nämlich hier nächster Ort. Ne? Blumenheider, Stadt Nordwind, genau. Das sieht man sogar nach dem Tower. So sieht man. Ist schon krass, diese Kuppel. Ne? Ist schon krass. Und da habe ich meine ganzen Kiesreserven, die ich da hatte. Nein, ich habe natürlich da mehr. Hier rein gesteckt in diesen Weg. Es sollte auch ein bisschen schnörkelig sein, aber ich habe auch gerade Stämme drin. Guck mal, hier könnte man eine Pferdezucht machen. Hier spawnen die nämlich. Das ist gut. Und da sieht man es auch schon ein bisschen. Hier ist der Grenzstein zum Kummlinger Kreis. Oder Kummlinger Land, keine Ahnung. Hier stehen nämlich überall mal so Cobblestone-Dinger. Da und da oben auch. Und da hinten. Das kennt ihr alles gar nicht. Das habe ich vor Ewigkeiten gemacht, so ungefähr vor einem Dreivierteljahr. Jo. Und vielleicht habt ihr das jetzt schon ein bisschen gesehen, was ich gebaut habe. Genau, Finsterforst. Und zwar ist es ein Windrad. Guckt mal. Cedric baut moderne Sachen im Mittelalterzeit. Das Einzige, was mittelalterlich ist, ist diese Verstrebung in der Mitte. Jo, ich habe ein Windrad gebaut und finde das gar nicht mal so schlecht gelungen.
Es schaut auf jeden Fall ziemlich hoch aus, ne? Hier habe ich noch nicht weitergebaut mit Weg. Aber wir gehen trotzdem mal lauschen. Er hat, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter gebaut. Bei mir hat ja jeder die Entscheidung hier, ob er im Kreativen baut oder im Survival. Hat er erst im Kreativmodus gebaut und jetzt möchte er ja im Survival-Modus weitermachen, aber er wechselt immer mal je nach Lust und Laune. Ist schon ein ganz guter. Liebe Ilches. Und da hinten sieht man sogar schon ein Gebäude von ihm. Also er kann super bauen. Das schaut wirklich richtig genial aus. So. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Das sieht man auch schon. Da das Gebäude. Und da ein paar Dorfbewohner rumlungern. Er hat eine Mauer gezogen. Und da vorne auch ein bisschen was gebaut davor. Jo. Autsch. Autsch. Hier hat er noch Kohle, der Junge. Der junge Mann. So. Buddeln uns mal hier hoch. So, so, so. Genau. Schaut doch ganz hübsch aus, oder? Schaut doch hübsch aus. Baut er wahrscheinlich noch ein Türmchen hin. Das soll mal der Eingang werden. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Hier ist auf jeden Fall der Hafen. Verbunden, so wie man sieht. Mehr verbunden. Sehr schön. Und jo, das ist die Kogge, die einmal ringsrum geht, um komplett Benzin. Kennt man ja. Und dieses Schiff hat sogar eine Direktverbindung zum Wattunger Hafen. So, jetzt gehe ich aber mal hier direkt Weg rüber nach Moosegg. Es hat auch mal was Schönes, mal so quer durch die Lande zu reisen. Vielleicht sieht man ja was Neues. Jo. Zack, zack. Jo, unendlicher Wald. Okay, es ist nur das Windrad dorthin, was ich gerade gesehen habe. Okay, ich habe gedacht, ich schaff's. Unten ist eine Kuh. Wald ist schon ein Medium, was ganz schön anstrengend, ne? Von den Wanderwegen hier. Weil es wirklich sehr viele Riesenbäume hier auch sind. Ist das ein anderes Biom? Nee, ganz normaler Wald. So dicht alles hier. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Hui, was ist denn das hier? Autsch. Cool. Cool. Wow. So eine kleine Idylle hier. Eine kleine Idylle. Da sehen wir noch mal das Windrad von der anderen Seite. Wir gehen weiter nach Moosegg. Jo. Und wie wir weiter gehen, das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich wieder mal und sage ciao. Euer Setic Esos. Tschüss.